Und damit herzlich willkommen zu My Friend is a Raven. Wir kehren ein letztes Mal nach Hause zurück zu einem kranken Raben und den müssen wir befragen, was dieses Unheil auf der Welt ausgelöst hat. Das ist ein Spiel von den Machern von Shoot Shoot Charles, wie ihr hier unten sehen könnt. Das Spiel geht ungefähr 10 Minuten, hat mehrere Enden und ich würde sagen, wir starten. Vom Grund der Erde wurde die Menschheit gezeugt und in den Boden soll der elende Geist zurückkehren. Okay. Hi Meister Ederlöchen, mir geht's super, wie geht es dir? Oh, geiler Artstyle. Lutum. Ich befürchte, diese Stadt wird bald fallen. Ich trauere, denn ich habe dieses Zuhause sehr geschätzt. Ein letztes Mal werde ich mir diese Mauern betrachten, bevor ich mit dem Raben spreche. Ich muss etwas in meiner Wohnung haben, das ich benutzen könnte, um ihn anzulocken. Benutze A und D, um dich zu bewegen. Mit der Maus kannst du mit Objekten interagieren oder sie aufheben. Okay, ich komme nicht nochmal raus. Das ist sehr cool gemacht. Ich erinnere mich an viele Anlässe, zu denen ich mit meinen Freunden die ganze Nacht zusammengesessen habe. Was für glückliche Erinnerungen. Beutel mit Samen zum Inventar hinzugefügt. Bewege die Maus zur oberen linken Ecke des Bildschirms für dein Inventar. Gut, das seht ihr jetzt nicht. Aber ich habe einen Beutel mit Samen da drin. Oh, 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 okay. Also ich kann die Zeit ändern. Ich habe halt nur noch keine Indikation, worauf ich sie ändern sollte. Ein kleiner Behälter mit Tinte. Bevor die Zeitungen den Druck eingestellt hatten, gab es einige Berichte, wie Leute sich damit gegenseitig vergiftet haben. Okay. Haben wir hier noch mehr? Nee, nur den Tintenbehälter. Mehr haben wir hier nicht. Okay. Das hört sich ja auch nett an. Es ist schon einige Zeit her, seitdem die Wasserleitungen funktioniert haben. Ist wohl ein Job für den Hausmeister. Das ist ein Mini-Horror-Game. Also ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein Horror-Game ist. Aber es wurde mir vorgeschlagen von jemandem aus der Community. Ich kann euch auch, denke ich, mal sagen, wer? War das bei Spieleideen drin? Sally! Sally hat es mir vorgeschlagen. Die hat es in Spieleideen gepostet von den Machern von Shoot Shoot Charles und ich fand den Stil halt wirklich, wirklich geil. Das war ja ich! Ja! Hallöchen Kiwi! Hallöchen! Dachte, da geht es um Raben. Ja! Es ist so übergelaufen und schmutzig, dass ich bezweifle, dass jemand es benutzen würde. Nadel zum Inventar hinzugefügt. Oh, eine Spritze. Nicht nur eine Nadel, sondern eine Spritze. Wartet mal, kann ich damit? Nee, kann ich anscheinend nicht. Okay. Kühlschrank! Sollte noch irgendetwas übrig sein, wäre es nicht sicher zum Verzehr. Alles in dieser Küche ist verdorben. Ich dachte, diese Rattenfalle wäre unbrauchbar. Aber ich denke, sie könnte noch immer funktionieren. Ein großer Haufen von Federn. Ich bin mir nicht sicher, wie es die Vögel hineingeschafft haben, um so eine Unordnung zu hinterlassen. Die Regale sind vollkommen leer. Okay. Wo gehe ich dann hin?
So richtig Horror ist es nicht, aber wie gesagt, ich mag den Stil und die Story dahinter. Ich muss auch sagen, also die Story weiß ich jetzt ja noch nicht, aber der Stil vom Spiel, wie es aufgebaut ist, ist richtig geil. Ein kleines Stück Papier. Darauf steht geschrieben: Im Angesicht der Mittagsschatten hast du meine Bitte abgewiesen. Wie sehr ich hoffe, dass du nicht vergessen hast. Nee, ich glaube, da hat nichts ge... Vielleicht kommt der Rabe, wenn ich mich auf dem Balkon zeige. Hi! Guten Tag, werter Rabe. Guten Tag, werter Herr. Ich kam nicht umher, die Delikatesse in Ihrer Hand zu bemerken. Dürfte ich fragen, was eine einsame Seele wie Sie hier oben zu suchen hat? Diese Samen gehören nun dir, lieber Rabe. Nimm sie und im Gegenzug möchte ich mit dir über dein zerstörerisches Verhalten reden. Gerne nehme ich dein Angebot an, allerdings würde ich mich kaum als zerstörerisch ansehen. Ich halte dich nicht für jemanden, der derartige Lügen erzählt. Euer Eins seid auf die Erde hinabgestiegen und habt eine tödliche Plage unter den Menschen verbreitet. Ihr habt unsere Häuser menschenleer und unsere Städte in Ruinen hinterlassen. Niemand ist mehr am Leben, um meine Trauer zu teilen. Armer kleiner Mann, ich könnte mit dir trauern. Ich könnte dich trösten. Ich könnte dein Freund sein und auf deiner Schulter sitzen, wenn es dich innerlich zerreißt. Aber nur, wenn du eine Gabe für einen mitfühlenden Raben hast. Ich habe keine weitere Gabe, außer deine Samen. Erbärmlich. Selbst jetzt hast du kein Herz dafür, einem anderen Wesen zu helfen. Bemitleidest du dich wirklich dafür, der letzte Mensch auf Erden zu sein? Du solltest froh darüber sein, nie mehr einen anderen Menschen wie dir begegnen zu müssen. Ich habe genug von deiner Feindseligkeit, Rabe. Denkst du könntest mir überlegen sein? Ich habe die Macht über dich, Mensch. In einem Ausmaß, welches du dir nicht erträumen könntest. Schau dir deine Stadt an. Ich werde dasselbe mit dir tun. Ich habe die Macht über dich, Mensch. In einem Ausmaß, welches du dir nicht erträumen könntest. Schau dir deine Stadt an. Ich werde dasselbe mit dir tun. Ich bitte dich, Rabe. Ich muss wissen, weshalb du dich für diesen Weg entschlossen hast. Wenn du es jetzt noch nicht weißt, ist deine Blindheit dein gerechter Lohn. Vernichtung. Sie haben die schlechte Endung entsperrt. Ende 1 von 4. Okay. Würde ich sagen, gleich nochmal, ne? Weißt du, wie viele Laptops kosten? Ja, viel. Viel. Ey, Chaos, Hallöchen! Erinnert mich an Dings, das Spiel. The Inner World. So ein bisschen, ne? Erster Teil, du kommst direkt aus dem Schloss. Was hast du gemacht, um das schlechte Ende zu bekommen? Ich hatte nur eine Opfergabe und das waren die Samen. Ich würde sagen... Direkt nochmal. Wir müssen mehr Opfergaben für ihn finden. Ich meine, wie wäre es, wenn wir einfach mal ohne Samen rausgehen? Wir können ja einfach mal schauen, ob wir vielleicht auch ohne Opfergaben rausgehen können. Das haben wir alles schon gelesen. Kann es leider nicht überspringen. Tanascha, Löchel, Dankeschön für den Resub. Du wurdest auch schon zur Regenbogenkäsekatze und 12-mal käsiger. Danke, danke, danke. Und Hallöchen, Hallöchen. Okay, schauen wir mal. Ich gehe jetzt einfach mal straight durch. Vielleicht kommt der Rabe, wenn ich mich auf den Balkon zeige. Schauen wir mal. Es ist keine einzige Kreatur in Sicht. Dennoch muss ich mit dem Raben sprechen.
Ich muss etwas in meiner Wohnung haben, das ich benutzen könnte, um ihn anzulocken. Okay, also geht's gar nicht ohne, aber wir können hier einmal rumgucken. Ja, das habe ich doch gerade schon gelesen, Mensch. Ja! Es gibt hier nur nichts. Bett. Kein Albtraum könnte dem Unheil dieser Tage gerecht werden. Okay, also die Samen brauchen wir zu 100%. Hier liegt zwar noch ein Messer, ich kann das nur nicht nehmen. Aber hier ist auch noch eine Rattenfalle. Kann ich nicht auch irgendwas mit dieser Rattenfalle fangen? Welch wunderschöner Ausblick. Oh! Ich hab was gefangen! Oh, tut mir leid, kleine Ratte. Tote Ratte zum Inventar hinzugefügt. Oh, das ist unsere zweite Opfergabe wahrscheinlich, oder? Lasst uns das mal probieren. Hallöchen Oni, Hallöchen Hallöchen und Hallöchen Pinguin. Können wir nicht eins der Kinder aus dem Modkeller nehmen? Wäre mir eigentlich lieber gewesen, als eine Ratte zu töten. Guten Tag, werter Rabe. Guten Tag, werter Herr. Ich kam nicht umher, die Delikatesse in Ihrer Hand zu bemerken. Dürfte ich fragen, was eine einsame Seele wie Sie hier oben zu suchen hat? Obendrein, mit einem Beutel mit Samen. Diese Samen gehören nun dir, lieber Rabe. Nimm sie, und im Gegenzug möchte ich mit dir über dein zerstörerisches Verhalten reden. Gerne nehme ich dein Angebot an. Allerdings würde ich mich kaum als zerstörerisch ansehen. Ich halte dich nicht für jemanden, der derartige Lügen erzählt. Euer Eins seid auf die Erde hinabgestiegen und habt eine tödliche Plage unter den Menschen verbreitet. Ihr habt unsere Häuser menschenleer und unsere Städte in Ruinen hinterlassen. Niemand ist mehr am Leben, um meine Trauer zu teilen. Armer kleiner Mann, ich könnte mit dir trauern. Ich könnte dich trösten. Ich könnte dein Freund sein und auf deiner Schulter sitzen, wenn es dich innerlich zerreißt. Dankeschön. Aber nur, wenn du eine Gabe für einen mitfühlenden Raben hast. Dankeschön, Dankeschön, natürlich Lana. Es stimmt, Rabe. Ich habe etwas, das dich interessieren könnte. Dein Sinneswandel überrascht mich. Aber ich werde dein Geschenk dankend annehmen. Ich glaube, wir könnten einige Gemeinsamkeiten in unserer Vergangenheit finden. Ich denke, es könnte möglich sein. Es sieht fast so aus, als wäre dir ein Schnabel gewachsen, seitdem ich dich das letzte Mal gesehen habe. Du könntest einer von uns sein, Bursche. Ich hoffe, dass wir unsere Differenzen beilegen können. Ich denke, das werden wir. Denn ich werde dein Freund sein und dafür sorgen, dass du nicht zerbröckeln und im Erdboden verschwinden wirst. Ich danke dir. Dann lass uns gehen. Es gibt so viel, das ich dir zeigen möchte, mein Freund. Das müsste jetzt ja das gute Ende sein, ne? Freunde, Sie haben das gute Ende entsperrt. Ende 2 von 4. Jetzt habe ich eine Idee. Mit der Ratte. Wir haben doch das Tintenfass. Wie wäre es, wenn wir die Ratte einfach vergiften und damit den Raben töten? Let's go. Wie er so die Dame mit einem ägyptischen Tanz die Ratte gehalten hat. Angel, denn bis später. Ansonsten schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Wir versuchen es jetzt einfach.
Yep. 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 Okay. Als erstes nehmen wir die Samen. Als zweites gehen wir einmal in die Küche. Machen die Mausefalle scharf. Oder die Rattenfalle. Gehen einmal raus. Dann hat es einmal Plick gemacht. Tut mir leid, kleine Ratte. Tut mir wirklich, wirklich leid. Ich glaube, im Badezimmer lag die Nadel, oder? Warte mal, wo lag die Nadel? Hier lag die Nadel. Genau. Dann machen wir die Tür auf. Die Tinte ist giftig. Wenn ich mit dem Raben spreche, wird er vielleicht verlangen, dass ich ihm die Ratte gebe. Ich könnte die Tinte und die Nadel benutzen, um den Nager zu vergiften. Vergiftete Ratte wurde dem Inventar hinzugefügt. Und dann brauchen wir vermutlich noch irgendein Ende mit der Uhr. Weil warum sollten wir sie sonst bewegen können? Und ich glaube, das hat irgendwas mit dem Brief zu tun, den wir vor dem Bett finden. Aber erst einmal, vielleicht kommt der Rabe, wenn ich mich auf dem Balkon zeige. Und das wird er. Schauen wir mal. Vergiften wir einen Raben, aber es wird ja eigentlich mehr geben, ne? Guten Tag, werter Rabe. Guten Tag, werter Herr. Ich kam nicht umher, die Delikatesse in Ihrer Hand zu bemerken. Dürfte ich fragen, was eine einsame Seele wie Sie hier oben zu suchen hat? Obendrein mit einem Beutel mit Samen. Diese Samen gehören nun dir, lieber Rabe. Nimm sie und im Gegenzug möchte ich mit dir über dein zerstörerisches Verhalten reden. Gerne nehme ich dein Angebot an, allerdings würde ich mich kaum als zerstörerisch ansehen. Ich halte dich nicht für jemanden, der derartige Lügen erzählt. Euer Eins seid auf die Erde hinabgestiegen und habt eine tödliche Plage unter den Menschen verbreitet. Ihr habt unsere Häuser menschenleer und unsere Städte in Ruinen hinterlassen. Niemand ist mehr am Leben, um meine Trauer zu teilen. Armer kleiner Mann, ich könnte mit dir trauern. Ich könnte dich trösten. Ich könnte dein Freund sein und auf deiner Schulter sitzen, wenn es dich innerlich zerreißt. Aber nur, wenn du eine Gabe für einen mitfühlenden Raben hast. Es stimmt, Rabe. Ich habe etwas, das dich interessieren könnte. Dein Sinneswandel überrascht mich. Aber dein Geschenk nehme ich gerne an. Ist es nach deinem Geschmack? Durchaus. Allerdings finde ich es etwas bitter. Dennoch, vielen Dank für deine Gabe. Gern geschehen, lieber Rabe. Ich glaube, wir könnten einige Gemeinsamkeiten in unserer Vergangenheit finden. Ich sehe, du hast dich wirklich geändert, mein Freund. Stimmt etwas nicht, werter Rabe? Was hast du getan, Mensch? Werter Rabe, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich dachte, du hättest dich geändert. Doch du bist nichts als ein Schauspieler, genau wie der Rest deiner Art. Ich hätte erwartet, dass eine Plage wie diese einen Menschen mitfühlender gemacht hätte. Doch du zögerst noch immer nicht, eine Kreatur unter die Erde zu bringen. Bald wird die Erde dein sein, aber ich weigere mich, dir die Genugtuung zu lassen, mich sterben zu sehen. Und das ist Ende 3. Vergeltung? Rache? Sie haben die aggressive Endung entsperrt. Das war Ende 4 von 4. Wir brauchen aber noch Ende 3 von 4. Und das hat irgendwas mit dieser Uhr zu tun. Ich schwör. Tod.
Ja, jetzt müssen wir natürlich ein kleines bisschen rätseln. Jetzt müssen wir ein kleines bisschen rätseln. Du bist auf dem richtigen Weg mit der Uhr. Naja, sonst hätten wir ja nicht mit ihr interagieren können, ne? Also ich bin der Meinung, dass es hiermit zu tun hat. Wir haben doch hier den Brief vor dem Bett. Ein kleines Stück Papier. Darauf steht geschrieben, im Angesicht der Mittagsschatten hast du meine Bitte abgewiesen. Wie sehr ich hoffe, dass du nicht vergessen hast. Mittagsschatten. Das klingt ja eigentlich nach 12 Uhr. 12 Uhr ist Mittag. Das war easy. Werter Herr, ich bin krank und benötige Hilfe. Könnten Sie ein wenig Zeit entbehren, um einer kranken Seele zu helfen? Verschwinden Sie, wenn Sie krank sind. Ich möchte nichts von Ihrer jämmerlichen Bitte hören. Sparen Sie es sich, einen Menschen zu stören. Ob ich trotzdem die Ratte töten muss? Wir warten mal. Hi Dino, Hallöchen. Wir warten einfach mal. Und jetzt erinnere ich mich daran. Und ich hab's nicht vergessen. Wir schauen einfach mal. Gucken wir mal, ob das jetzt irgendwas ändert. Ansonsten müssen wir noch irgendwas anderes versuchen. Guten Tag, werter Rabe. Guten Tag, werter Herr. Ich kam nicht umher, die Delikatesse in Ihrer Hand zu bemerken. Dürfte ich fragen, was eine einsame Seele wie Sie hier oben zu suchen hat? Obendrein mit einem Beutel mit Samen. Diese Samen gehören nun dir, lieber Rabe. Nimm sie, und im Gegenzug möchte ich mit dir über dein zerstörerisches Verhalten reden. Gerne nehme ich dein Angebot an. Allerdings sehe ich nicht viel, das es zu besprechen gäbe. Ich bat um deine Hilfe und du wiesst mich ab. In der Tat. Und mir fehlen die Worte, um meine Reue auszudrücken zu können. Der einzige Grund für deine Reue ist die Strafe, die ich über dich gebracht habe. Wahrlich, ich habe die Fehler meiner Taten erkannt. Aus welchem Grund sollte ich dir deinen Gefallen erweisen? Krank ließest du mich zurück. Und ebenso werde ich dich zurücklassen. Das ist Ende 3. Oh. 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 Vergeben. Sie haben die passive Endung entsperrt. Boah, das war ein gutes Spiel. Damit haben wir alle drei Enden. Alle vier Enden. Meine Güte. Es war ein wirklich, wirklich gutes Spiel.